Liebe Gemeinde, wir stehen hier mitten im Herbst und ich erkenne, es ist auch der Herbst meines Lebens. Hoffentlich noch nicht der Spätherbst. Doch immer dann, wenn unseren Wäldern, Gärten, die Blätter fallen, ist das für mich ein deutlicher Hinweis. Alles hier auf Erden ist vergänglich. Es gibt nichts, was ewig bleibt. Früher oder später kommt unweigerlich für einen jeden von uns das Ende. Vielleicht bleibt noch ein Grabstein, doch auch der vergeht mit den Jahren. Und irgendwann ist jeder Mensch dann spurlos verschwunden. Selbst wer kluge Bücher geschrieben hat, die noch einige Jahrhunderte in Regalen liegen, irgendwann ist alles vergessen, sogar die Menschen, die angeblich Geschichte geschrieben haben. Klingt ein wenig trostlos und es ist ja leider auch so. Wenn da nicht unsere unsterbliche Seele wäre, jeder von uns besitzt eine. Gott haucht dieser seinen Lebensgeist. Am Beginn unseres Lebens in einen jeden von uns ein. Unsere Seele, die ist medizinisch nicht nachweisbar, nicht physikalisch messbar. Und doch spüren wir, dass da in uns etwas ist, was uns einzigartig und unverwechselbar macht. Daher ist unsere Seele auch so kostbar. Denn diese Seele ist einfach unsterblich. Am Ende unseres Lebens kehrt sie zu Gott zurück. All das aber, was wir in unserem Leben an Liebe geschenkt haben, bleibt in unserer Seele. Jedes gute Wort, jede gute Tat, ja, jedes verschenkte Lächeln lässt unsere Seelen heil werden. Vielleicht fangen Sie also schon jetzt in diesem Herbst damit an. Denn spätestens, wenn der Winter kommt und alles irdische Leben für immer auslöscht, dürfen Sie sich dann auf den nie endenden Frühling freuen, auf das ewige Leben bei Gott.